In den letzten Tagen hat sich nach meiner Auffassung ein ziemlich neuer Trend ergeben. Und dieser Trend heißt, es werden durch die großen Tech-Player wie Google zum Beispiel die sogenannten etablierten Medien bevorzugt nach oben gebracht, während die sogenannten alternativen Medien nach unten gerankt werden. Wir sehen das in den USA besonders deutlich, wo gegen rechtskonservative Seiten vorgegangen wird, die etwa von Bezahlmodellen von Google abgekoppelt werden und damit Refinanzierungsprobleme haben. Wir sehen diese ganze Facebook-Geschichte. Das ist sozusagen ein Thema, das immer größer wird. Und die Frage ist, will das Silicon Valley, wollen die großen Tech-Player, allen voran Google, dass Donald Trump nicht unbedingt nochmal neuer Präsident wird? Das ist die große Frage. Die Wall Street will das aus zwei nachvollziehbaren Gründen. Man sagt sich, naja, diese Unternehmenssteuersenkung, die ist super, die spült den Unternehmen Gewinne in die Tasche, die man dann weitergeben kann an die Aktionäre. Deswegen ist man da schon mal sehr positiv gestimmt gegen Trump. Und dann eben diese Deregulierungen, die Trump angestoßen hatte, das ist dann für diejenigen, die ohnehin schon wohlhabend sind, natürlich ein gefundenes Fressen. Damit kann man sich noch mehr bereichern. Wall Street also ganz klar für Donald Trump. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass vor allem diejenigen, die ein bisschen darüber entscheiden, was wir sehen und was wir nicht sehen, und das sind nicht die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel hier in Deutschland, sondern das ist Google, dass die jetzt eine neue Politik verfolgen. Und zwar nach einem Update ist es so, dass etablierte Seiten, einem Update von Google, etablierte Seiten deutlich nach oben gerankt wurden. Hier zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Hier sehen wir einen unglaublichen Sprung. Das heißt, der Google-Algorithmus bevorzugte das Robert-Koch-Institut und andere offizielle Seiten, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, BaFin.de, wie sie alle heißen, zum Beispiel Bundesrat.de, Bundespolizei.de. Das sind so diese offiziellen staatlichen oder staatsnahen Seiten, die jetzt von Google nach oben gerankt werden. Ebenfalls nach oben gerankt werden die etablierten Medien, die sogenannten Mainstream-Medien, also wie Spiegel.de, FAZ, wie sie alle heißen. Google hat nämlich einen Deal gemacht mit diesen etablierten Anbietern und gesagt, wir zahlen euch durchaus Geld. Das ist ja ein jahrelanger Streit eigentlich gewesen, dass Google gesagt hat, wieso sollen wir euch bezahlen dafür, dass wir dafür sorgen, dass eure Artikel im Internet gefunden werden. Die Verlage sagten, ja, ist unser Content, wir wollen Geld haben. Jetzt hat Google plötzlich eingelenkt. Warum macht Google das? Google will auf der einen Seite natürlich nichts riskieren. Man hat gesehen, wie Twitter mit Trump zu tun hat, diese ganzen Auseinandersetzungen. Und man geht jetzt auf Nummer sicher. Man weiß nicht, was bei anderen Seiten, die jenseits des Mainstreams eigentlich laufen, was da so genau gebracht wird, ob da sozusagen Fake News, alternative Fakten, was auch immer hier gebracht werden. Deswegen geht man auf Nummer sicher und sagt sich, naja, Spiegel kennen wir und die SZ kennen wir auch. Und in den USA ist das sehr, sehr ähnlich. Da kennt man die Washington Post, New York Times etc. All diese Unternehmen sind jetzt im neuen Google oder sind nach diesem Update deutlich privilegierter geworden, und das zeigte, dass sozusagen hier doch durchaus ein Trend vorhanden ist, der es Trump sehr, sehr schwer machen wird, weil die mediale Verbreitung für ihn schwieriger wird, weil die Seiten, die Trump-affin sind, größere Probleme bekommen werden, weil sie schlichtweg seltener gefunden werden in Suchen. Das ist hier der Fall. Schauen wir uns mal an, hier zum Beispiel ja das, was bei Facebook gelaufen ist, diese ganze Boykottgeschichte, die da jetzt plötzlich angelaufen ist, angeblich wegen Hassrede. Ja, natürlich, das gab es vorher aber auch schon und niemand hat Facebook boykottiert. Jetzt springen sie alle auf diesen Zug. Facebook muss reagieren und vor allem eben rechte Seiten sperren, die tendenziell Trump-affin sind. Auch das passt in dieses Schema. Und Zuckerberg hat jetzt aber gesagt, naja, die werden schon wiederkommen, ich werde meine Politik nicht, meine Unternehmenspolitik nicht allzu stark ändern. Aber insgesamt ist doch da ein ziemlicher Druck erkennbar seitens derjenigen, die wirklich darüber entscheiden, was die Leute, die Massen wirklich an Inhalten vorgesetzt bekommen oder eben nicht. Und das dürfte ein großes Thema werden in den nächsten Wochen. Trump beschwert sich schon ein bisschen, aber noch scheint er die Dimension vielleicht noch nicht gesehen zu haben, was vor allem dieser Google-Algorithmus derzeit tut. Wie auch immer, wir haben in Sachen alternative Fakten heute die
US-Arbeitsmarktdaten. Gestern ja schon diese ADP-Arbeitsmarktdaten überraschenderweise zum Vormonat um fast 6 Millionen Stellen nach oben revidiert. Gab es noch nie annähernd eine solche Revision in der Größenordnung. Und wir hatten die letzten Non-Farm Payrolls, die letzten großen Arbeitsmarktdaten, die vor einem Monat veröffentlicht werden, wurden. Da war minus 8 Millionen um und bei erwartet und es waren über 2 Millionen plus, also eine Abweichung von 10 Millionen. Und wir dürften heute auch wieder lustige alternative Fakten vom US-Arbeitsmarkt bekommen. Schätzungen gehen von 9 Millionen bis 0,5 Millionen neuen Stellen aus, also eine Range von 8,5 Millionen Jobs. Die Amerikaner, ich hatte das gestern im Video thematisiert, scheinen ein bisschen unsicher zu sein, wie sie ihre Statistiken handhaben. Die Statistiken sind eher pro Wall Street. Vielleicht sollte der Google-Algorithmus sich mal drum kümmern. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Bandbreite enorm ist. Und vor allem interessant wird die Revision des Vormonats. Werden wir diese 2 Millionen und ein paar zerquetschte 2,5 Millionen, werden wir die behalten? Ja oder nein, das ist die große Frage. Oder wird einem dann plötzlich gesagt, naja, es sind doch 5 Millionen verloren gegangen. Alles ist denn möglich. Hier sehen wir nochmal diesen starken Anstieg der Arbeitslosenquote. Die dürfte fallen auf knapp über 12%. Hier sehen wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wahrscheinlich die verlässlichste Zahl, die wir in Sachen wirklich Arbeitsmarkt der USA bekommen. Da sind wir bei 1,4 und ein paar zerquetschten Millionen. Da gibt es eigentlich einen Abwärtstrend, aber jetzt scheint sich das auf einem gewissen Niveau einzupendeln. Ebenso wie die sogenannten Continuing Claims, also die fortgesetzten US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die nicht wirklich fallen wollen. Hängt auch damit zu tun, dass ja bis 31. Juli diese $600 vom US-Staat bezahlt werden und die Leute wenig Anreize haben, sich jetzt wieder eine Arbeit zu suchen. 68% der Amerikaner, die jetzt arbeitslos sind, verdienen mehr als zu der Zeit, als sie einen Job hatten. Und jetzt gibt es ja schon Prämien, die ausgerufen werden sollen, dass sie in ihren Job wieder zurückkehren. Da wollen die Republikaner diesen Leuten dann $1,400 direkt auf die Hand zahlen, damit sie wieder arbeiten gehen, weil viele kleine Firmen das Problem haben, dass sie keine Leute finden jetzt, weil die eben nicht wollen. Wie auch immer, wir sehen hier mal einen Vergleich der Unemployment Rate zwischen in Deutschland, in den USA, und da sieht es bei uns ein bisschen besser aus. Natürlich auch durch diese ganze Kurzarbeitergeschichte, die ja eine kaschierte Arbeitslosigkeit teilweise ist. Interessant aber jetzt die Zahlen wieder in Sachen Coronavirus. Wir sehen hier, dass der Nordosten der USA wie auch der mittlere Westen einigermaßen gut dastehen, aber der Süden und vor allem der Westen, oder vor allem der Süden und der Westen der USA, da zeigen die Zahlen nach oben. Wir dürften jetzt einen neuen Rekord der neuen Zahlen erreicht haben, nach neuesten Informationen gestern in den USA über 50.000. Wir hatten ja am Wochenende immer diesen Rücksetzer, gleichwohl die Kurve zeigte weiter nach oben und wir sehen, dass jetzt immer mehr Staaten in den USA eben Pläne zur Wiedereröffnung erstmal auf Eis legen oder sogar neue Lockdown-Maßnahmen verkünden. Das war vor einer Woche noch ganz, ganz anders. Da hat sich also einiges getan und wir sehen, dass es die Staaten sind, die doch einiges auf die Waage bringen, hier Kalifornien, Florida, Texas, Georgia und Arizona, die machen 34% des BIPs aus und hier sehen wir, in diesen Staaten steigen die Fälle und es wird eben auch einiges wieder zurückgefahren an Lockerungsmaßnahmen. Jetzt die Meldung, McDonald's wird erstmal die Geschichte verzögern, dass die Leute wieder in diesen Restaurants essen können. Das wird jetzt mindestens einen Monat weitergehen, praktisch also kein Reopening, gibt nur McDrive, man kann also nur außerhalb essen und Apple, gestern ja schon die Meldung, 30 Geschäfte werden oder 30 Niederlassungen der Apple Stores werden jetzt wieder geschlossen. Also wir sehen, es ist einiges in Sachen Zurückfahren der Lockerungsmaßnahmen wieder der Fall, aber diese Lockerungsmaßnahmen sind ja eigentlich von den Aktienmärkten eingepreist als V-Erholung. Ja, so viel Vs kann es gar nicht geben, wie da schon eingepreist sind, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir auch wieder neue Headlines in Sachen USA, China. Die USA haben eine Bill in Sachen Hongkong verhängt, nachdem hier ja das neue Hongkong-Gesetz gestern in Kraft getreten ist. Man will auch Sanktionen wegen den Uiguren wieder machen. Es werden US-Firmen gewarnt, die sozusagen ihre Lieferketten in China haben und hier mit menschenrechtsfragwürdigen Firmen in China zu tun haben, sozusagen, etc., etc. Also da ist vieles, was der Fall ist. Die Märkte in 2020, wie Lisa Abramovic hier zeigt,
sagen sich aber, naja, gute Nachrichten sind gute Nachrichten. Wenn wir zum Beispiel bessere Arbeitsmarktdaten bekommen, dann gehen wir nach oben. Und wenn sie schlechter sind, ist auch nicht schlimm, weil dann kriegen wir mehr Stimulus durch die Fed. Also eine Win-Win-Situation. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Sie merken schon, ich verändere meine Position. Das bedeutet, wir sehen hier Charts. Und das sind die von Capital.com bei 3123 der S&P 500. Nicht so wahnsinnig viel passiert. Im asiatischen Handel, wir haben gegen 8 Uhr dann einen Anstieg der US-Futures gesehen. Wir sehen den DAX bei 12.371 Punkten. Hier diese Widerstandszone im Bereich 12.400 wird zu beachten sein. Gold gestern ja unter Druck gekommen plötzlich, jetzt bei 1.766. Wir sehen den Euro bei 1,1272 und wir sehen der Crude-Oil, das steigen kann auf 40,06 $. Also, da ist schon etwas erkennbar nach meiner Auffassung. Das geht, glaube ich, über eine subjektive Wahrnehmung hinaus. Wir sehen, dass es durchaus, sagen wir mal, vom Silicon Valley Druck gibt in Richtung Trump-Anhänger, in Richtung Trump-affine Medien, und es wird von außerhalb Druck auf Silicon Valley-Unternehmen wie Facebook ausgeübt, damit die sozusagen bestimmte Inhalte nicht mehr zulassen. Klar, da gibt es teilweise wirklich Hate Speech und schlimme Sachen, gar keine Frage, aber es wird da eben vieles auch sozusagen getroffen, was eigentlich zum legitimen Meinungsspektrum zumindest gehören sollte. Und darin sehe ich durchaus auch ein Problem. Es ist aber so, dass wahrscheinlich für Trump die Luft dann ein bisschen enger wird, wenn eben sozusagen die großen Tech-Player, die 2016 nichts getan haben, um ihn zu verhindern, wenn die jetzt ein bisschen hier doch auf das Bremspedal treten und die Macht und die Kraft dazu haben sie alle mal. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag. 14:30 das Highlight, eben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die US-Arbeitsmarktdaten. Schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Servus und ciao.